Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X mit mir, Dragonios. Willkommen zu einer der letzten Folgen. Wir sind im Labor. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der gute Mensch hieß, der das hier entwickelt hat. Auf jeden Fall bin ich dämlich, da es ja hier Teleporter gibt. Plopp! Gibt es hier noch was abzustauben? Schauen wir mal kurz. Bin ich hier schon? Ach ne, ich bin hier am Anfang. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich mir jetzt direkt gleich mal den Weg finde. Hier entlang, okay. Hier muss ich wahrscheinlich kämpfen. Dem kann ich zwar... Nee, kann ich nicht wirklich auseinander aus dem Weg gehen. Hi, ne? Wer bist du denn? Die brandneue Aushilfe? Nein! Ja, genau. Also, erstmal eine Aushilfe fragen. Maxwell, okay. Mit Smogmon einsetzen. Man fragt erstmal, bist du die neue Aushilfe? Und danach kämpft man erstmal. Klar. Das ist nett. Surfer. Setzt X-Abwehr ein. Ja, Verteidigung kann gern steigen. Das macht mir jetzt relativ wenig aus, da ich speziell angreife. Tschüss, Smogmog. So. Was setzt als nächstes ein? Ränkeschmied. Gucken wir mal ganz kurz. Ränkeschmied stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezialangriff stark. Nee, brauchen wir nicht. So. Elezard. Okay, Elezard war... War das Unlicht Elektro? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich setze trotzdem mal Feninara ein. Gucken wir einfach mal. Wenn Mondgewalt effektiv ist, dann ist das auf jeden Fall Unlicht oder so. So, Mondgewalt. Okay, es setzt Donner ein. Es trifft auch. Aua, 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 aua. Ja. Es ist paralysiert, natürlich. Mondgewalt. Ja. Spezialangriff sinkt. Okay, egal. Biss. Setzt nochmal Donner ein. Diesmal wird Donner nicht ganz so viel abziehen. Und ich beiß ihn einfach mal zum Tod. Zack. Elefant wurde besiegt. Und Felinara erhält Erfahrungspunkte. Maxwell wurde besiegt. Auch diese Möglichkeit habe ich in Erwägung gezogen. Meine Berechnungen sind fehlerfrei. Alter. Die schauen so seltsam aus. Lam, 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 lam. Da geht's nicht weiter. Also muss ich hier runter. So, langsam, nur vorsichtig. Okay, gut. In die ganzen Räumlichkeiten kann ich hier leider nicht rein. Dementsprechend, da ist auch falsch. Also werde ich hier nach rechts müssen. So. Dann runter, hoch. Ja, da, 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 da. 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 Okay. Hätte ich auch einfach so hochgehen können? Egal. Dann hier entlang. Und jetzt ist die Überlegung, was ist richtig? Das hier oder das hier? Nehmen wir jetzt einfach mal das hier. So, das hier hört sich schon mal richtig an. Sehr schön. So, gegen dich muss ich kämpfen. Also, hä? Also echt, was machst denn du hier? Ich bin gerade bei der Arbeit. Ach, das ist Odette? Das versteht ihr also unter Arbeit besorgen. Das ist eine von den Illumina-Gangstern übrigens. So, ja. Pandrago wird einfach mal besiegt. Ja, vielleicht wissen sie ja nicht, dass es böse ist. Aua, okay, das tut weh. Initiative sinkt. Ein Dönerblitz reicht vollkommen aus dafür. Bam! Kaputt. So, damit ist das hier besiegt. Und Sneebel erreicht Level 53. Bald kommt es auch in die 60er. Bisofunk. Ja. Ich hasse dieses Pokémon. Ich werde jetzt hier mal einen Eisstrahl wieder einsetzen. Ich weiß zwar, dass ich es nicht töten werde,
aber okay. Doch, ein Volltreffer. Mit einem Volltreffer töte ich es natürlich. Das ist logisch. So. Boah, voll stark. Also echt, ey, voll stark. Du bist unglaublich. Wahnsinn. Und hat 4.800 Poké-Dollar. Wo hat die das ganze Geld her? So, dann beame ich mich mal ab. Beam me up, Scotty. Dann kämpfe ich gegen dich. Wie bist du hergekommen? Verdächtig, sehr verdächtig. Oh, wie der ausschaut. Faraday. Setz Slimog ein. Ein wunderschönes Gift-Pokémon. Slimog ist cool. Ist Slimog für dich echt cool? Ziemlich geile Verteidigungswerte. Ja, X-Spezialverteidigung. Ich werde wahrscheinlich so wenig Schaden machen. An ihm. Ja, dachte ich mir fast. Habe ich irgendwas physisch Angreifendes? Ich könnte meinen Brutalander hernehmen. Los, zurück! Auswechseln. 222 Lebenspunkte hat es. So, Mülltreffer. Was ist denn das bitte? Alter, er macht gut Schaden. Und Volltreffer auch noch. Erdbeben. Einmal mal Erdbeben drauf, weil ich es kann. Und weil es dem Slimog wehtun wird. Genau. So, Slimog wurde besiegt. Brutalander erhält Erfahrungspunkte. Lapras auch. Und Faraday wurde besiegt. Diese Stärke, nein, du bist immer noch verdächtig. Alter, das war echt gar nicht mal so wenig Schaden, was er mit seinem Mülltreffer da gemacht hat. Und wirft er einfach eine Mülltonne auf mich. Ich glaube ja nicht. So, ich werde erstmal ganz kurz heilen. Das hier, Top-Genesung. Wenn wir sie schon haben, wir haben noch 50 Stück. Also, von daher. Plopp, dann ist mein Felinara auch wieder von der Paralyse befreit. Und Lapras gibt auch noch ein bisschen was. So. Na dann. Oh, na sowas. Das ist doch Markus. Was machst du denn hier? Hm? Ich? Ich arbeite hier als Wachmann. Matthias hat uns den Chef hier vorgestellt. Aber ich habe echt keine Ahnung, wozu die überhaupt Wachpersonal brauchen. Hier kommt eh niemand vorbei. Der Job ist ehrlich gesagt stinklangweilig. Was hältst du von dem kleinen Kampf, um uns die Zeit zu vertreiben? Ja. Sehr gut, auf geht's. So, diesmal wird es nicht so laufen wie am Bahnhof von Illumina. Genau, diesmal werde ich dich noch schneller platten. So, Shadrago. Gleiche Taktik wie das letzte Mal. Eisstrahl, Blatt, fertig. So, Eisstrahl, 6 Stück haben wir noch. Ein bisschen was möchte ich mir aufheben. Ich weiß nicht, wie stark der Boss hier drin ist. Und wahrscheinlich muss ich gegen Esprit auch kämpfen. Felinara Level 80, schick. Rabigator, da mache ich einen Surfer. Das reicht voll und ganz. Bedrohung von Rabigator wirkt. Angriff sinkt. Ist es mir egal. Surfer. Passt. Ja, ich hätte jetzt auch Felinara einsetzen können. Wäre natürlich auch wieder effektiv gewesen. Wäre auch besiegt gewesen. Aber Lapras kann es genauso. Autsch, du bist echt stark. So. Ich habe 0,x verloren. Du bist echt unglaublich stark. Leider war der Spaß viel zu schnell vorbei. Es dauert noch ewig, bis ich Feierabend habe. Hey, ich habe eine Idee. Komm mal kurz mit. Tada! Mir wurde aufs Allerschärfste eingebläut, hier niemanden reinzulassen. Aber das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass hier irgendwas Tolles drin ist, oder? Ich habe gerade eh nichts zu tun, also lass uns den Raum durchstöbern und uns nach Schätzen suchen. Okay. Jemand ist Pokéball. 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 Okay. Das sind alles gestohlene Pokébälle. Okay. Bücherregale. Durchkämmen. Wunderbar. Nein? 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 Kann ich vielleicht meinen Detektor einsetzen? Na, natürlich nicht. Wäre ja viel zu einfach. So, hier ist doch bestimmt was. Komm. Hier. Power Suit Spezialfunktionen. Erstens Stärkung des Trainers. Der Anzug stärkt die Muskulatur des Trainers, des Trägers und erweitert so dessen motorische Fähigkeiten. Pokéball-Hacking.
Die im Nackenbereich angebrachte Hacking-Schnittstelle ermöglicht es, Computerviren in Pokébälle einzuspeisen und so die Bälle zu hacken. Dadurch kann das Pokémon im Pokéball nach Belieben kontrolliert werden. Das Virus erhöht zudem die Kraft des Pokémon. Drittens, Camouflage. Die auf Körperstruktur von Kecleon und Ditto basierende Technologie erlaubt dem Trainer die Änderung seines Erscheinungsbildes. Viertens, Fernsteuerung. Um ungehorsam und unautorisiertem Handeln des Trägers vorzubeugen, ist es möglich, den Anzug aus der Ferne zu kontrollieren. Das System verfügt über eine künstliche Intelligenz, die das Verhalten eines herkömmlichen Trainers simuliert. Während der Fernsteuerung wird das Bewusstsein des Trägers in einen komatösen Zustand versetzt. Okay. Das heißt, sie kann gar nichts dafür. Sie wird ferngesteuert. Tag XX des Monats, okay. Um eine Versuchsperson für die klinischen Tests zu finden, habe ich Stellenanzeigen für einen Teilzeitjob im Bistro Philadelphia ausgehangen. Der Power Suit kann durchschnittliche Menschen in übermenschlich begabte Trainer verwandeln. In ihm fließen die Ergebnisse aller meiner bisherigen Forschungsarbeiten zusammen. Es ist mein Meisterwerk. Ich hoffe, dass ich eine junge, gesunde und eifrige Versuchsperson finden werde. Okay. XX Tag des XX Monats. Endlich gibt es eine Bewerberin für den Teilzeitjob. Es handelt sich um ein 16-jähriges Mädchen namens Mathieu. 16 ist sie, okay? Trotz meiner Ausführungen schien sie den Zweck der Tests nicht verstanden zu haben. Als sie den Anzug jedoch erstmals anlegt, zeigte sie ausreichend Enthusiasmus. Jetzt, wo es Team Flair nicht mehr gibt, gehen mir die Forschungsgelder aus. Es wird Zeit, dass ich eine Versuchsperson für die klinischen Tests bestimme. Ich werde unverzüglich prüfen, ob Mathieus körperliche und geistige Fähigkeiten ausreichen, um die Tests zu absolvieren. Ich habe den Anzug an Mathieus Körperbau angepasst. Ja, okay. Mathieu wird den Codenamen Esprit verwenden, während sie den Anzug trägt. Okay. Da haben wir noch mehr Aufzeichnungen. Endlich haben die Tests begonnen. Zunächst haben wir uns auf die motorischen Funktionen des Anzugs konzentriert. Mithilfe der Camouflage-Funktion ist es der Versuchsperson gelungen, das streng bewachte Illumina-Kunstmuseum zu betreten und auf einer historischen Wandmalerei einen Beweis für ihre Eindringen zu hinterlassen. Die Fernsteuerung funktioniert problemlos und scheint auch keinerlei Auswirkungen auf Mathieus körperliches und geistiges Wohlbefinden zu haben. Sie hat keinerlei Erinnerung an die Zeit im Anzug und glaubt, sie habe lediglich geschlafen. Zur Feier des erfolgreichen Testlaufes werde ich ihren Bonus zahlen. Endlich ist alles bereit, mit den Tests zu starten. Es ist jedoch ein Problem aufgetreten. Es hat sich herausgestellt, dass Mathieu keinerlei Erfahrung als Pokémon-Trainer hat. Ich habe keine andere Wahl, als sie erst einmal mit den Grundlagen vertraut zu machen. Ich habe Mathieu vorerst mein Pokémon überlassen, um ihr das Trainerhandwerk beizubringen. Doch anstatt zu kämpfen, wollte sie nur mit dem Mädchen spielen. Ein höchst untypisches Verhalten für mein Pokémon. Ich würde diesem interessanten Phänomen gerne auf den Grund gehen, doch dafür fehlt mir die Zeit. Ich werde die Fernsteuerung des Anzuges nutzen, um mit den Tests beginnen zu können. Okay. Haben wir hier noch was? Okay, gerne auf Szene 5. Die Tests zur zentralen Funktion des Anzuges, dem Pokéball-Hacking, haben begonnen. Mit Hilfe der Camouflage-Funktion forderte die Versuchsperson Trainer heraus und sammelte die Pokébälle der besiegten Gegner dann ein. An diesen wird die Hacking-Funktion getestet. Die bisherigen Ergebnisse sind zufriedenstellend, aber es ist ein Problem aufgetreten. Es sind uns Leute, vermutlich Bekannte von Mathieu, in die Quere gekommen. Es sind wir übrigens. Unbestätigten Angaben zufolge handelt es sich bei dieser einen Person um den neuen Champ. Außerdem ist es bei der Fernsteuerung zu einer Fehlfunktion gekommen und ich habe für kurze Zeit die Kontrolle verloren. Aus Sorge um mögliche negative Auswirkungen auf Mathieu habe ich den Test unterbrochen. Nach ihrer Rückkehr zur Geheimbasis habe ich sie untersucht, aber sie scheint keinen Schaden davon getragen zu haben. Sie hat nach wie vor keine Erinnerung an die Zeit, in der sie im Anzug getragen hat. Sie berichtet jedoch von einem Albtraum. Okay. Haben wir sonst noch was? Nein, sonst ist nichts mehr da. Echt? Hier gibt es also nur Pokébälle und Dokumente? Aber die Pokébälle gehören sicher jemandem, was? Ich habe Meister Lebel versprochen, mich zu bessern, also kann ich die Pokébälle anderer Leute nicht mehr klauen. Schade. Oh, ich habe endlich Feierabend, da mache ich mich mal vom Acker. Mach's gut, Markus, man sieht sich. Ich möchte die Pokébälle mitnehmen. Hallo? Nimm sie mit? Na, dann halt nicht. Da haben wir ja wen. Warum gab es dieses eine Mal eine Fehlfunktion bei der Fernsteuerung? Hä? Sollte ich ihr Bewusstsein vielleicht kontrollieren, anstatt es nur schlafen zu schicken? Das wäre wohl eine zu große Belastung für Mathieu.
Oh, du bist der neue Junge von neulich. Verstehe, du bist derjenige, der unseren Test gestellt hat. Also gut, dann wirst du Teil meines nächsten Experiments. Wenn es Esprit im Power Suit gelingen sollte, dich zu besiegen, ist das Beweis genug für mein wissenschaftliches Genie. Komm her, Esprit. Los, kämpfe gegen Esprit. Okay. Beginne Pokémon Faking. Virus wird eingespeist. So, Pokémon-Trainer Esprit. 2 Stück hat sie. Apokalypse. Ist jetzt nicht so das Problem. Und wahrscheinlich wieder das Ramot als zweites. Dann einfach mal mit Donnerblitz. Nur mit Glück sterben. Nee, okay. Passt. Es setzt Regentanz ein. Mal wieder. Was fürs Ramot natürlich sehr ungünstig sein wird. Nochmal ein Donnerblitz. Und danach wird das Ramot mit einem Schlag besiegt. Wenn es Ramot ist, natürlich. So, ja, Ramot. Da haben wir es ja. Na, dann komm her. Ein Surfer mit Regentanz reicht es vollkommen aus. Es wird sogar ohne Regentanz reichen. Bam. Kaputt. Ramot ist besiegt. So. Punkt. Ich sehe gerade, dass auf dem Helm ein E ist für Esprit. Sehr geil. Wunderbar, wirklich beeindruckend. Aber Esprits Fähigkeit ist noch lange nicht ausgeschöpft. Los, kämpfe gegen Esprit. Beginn der Pokémon-Hacking-Virus wird eingespeist. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich Elf und... Ja, natürlich. Okay, jetzt kommen wieder die anderen, das andere Pokémon-Team dran. Interessant. Na dann, Eisstrahl. For the win. Plopp. Ich hätte hier übrigens auch ganz viele andere Pokémon mitnehmen können und hätte sie nebenbei trainieren können mit meinem EP-Teiler. Ach, egal. So. Flunkiefer wird eingesetzt. Bleibt draußen. Ist okay. Einmal Surfer. Und dann war das noch ein Elisard? Ne, Elisard war in irgendeinem anderen. Oder? Was kam als letztes? Ja, genau, Granbull, genau. Dieses hässliche, in Anführungsstrichen, Feen-Pokémon. So, okay. Lapras, mach's platt. Surfer. Und weg. Weg mit dem ganzen Zeug. Oh, es ist noch gar nicht mal gefühlt worden. Knuddler! Ich wurde geknuddelt und es hat verdammt weh getan. Okay. Donnerblitz. Gut, ich kann es verstehen, wenn man von so einem Geschöpf geknuddelt wird, dann kann es schon wehtun. Also ich würde jetzt auch lieber von einem Xiao geknuddelt werden, als von dem hier. So, Hundemon erreicht auf Level 61. Hier, seht ihr das E für Esprit? Geil, oder? Wunderbar, wirklich beeindruckend. Aber Esprit kann immer noch weiterkämpfen. Los, kämpfe gegen Esprit. Die lernen einfach nichts draus. Jetzt hat sie noch ein Pokémon. Ein Snubbelicat. Ja, da wird wahrscheinlich Eisstrahl wieder vollkommen reichen. Bim, bom, bim. Okay, Snubbelicat kannst du erst angreifen. Boah, dürfte trotzdem. Ist nicht das Problem. Tschüss, Snubbelicat. Und damit erreicht Lapras Level 93. Schön. Punkt. So, jetzt ist aber dann langsam mal Schluss. Das waren jetzt insgesamt 6 Pokémon, was ich besiegt habe. Hör mal, Esprit kann immer noch weitermachen. Oder bist du zu erschöpft? Solange Esprit den von mir entwickelten Anzug trägt, wird weder ihr Körper noch ihr Geist müde. Ihre Kraft ist grenzenlos. Los, kämpfe gegen Esprit. Miau! Was? Bis hierhin und nicht weiter. Was? Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Flauschi ist ein Psycho-Pokémon. Es ist also nicht verwunderlich, dass es Matt hier, zu der es eine tiefe Bindung hat, finden kann. Ihr könnt doch nicht einfach so hier einbrechen. Das ist gegen das Gesetz. Ihr seid Kriminelle. Im Grunde hast du recht. Aber wir sind hier nicht eingebrochen, sondern haben ganz normal den Fahrstuhl genommen. Markus ist mein Partner, an dem mir viel liegt. Wenn er in Not ist, eile ich ihm zur Hilfe. Nichts könnte mich davon abhalten. Nicht mal du. Mich wirst du trotzdem niemals erwischen.
Los, Esprit, mach sie alle fertig. Hör auf damit, Mathieu. Ja. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Was ihr auch sagt, es ist vergeblich. Mathieu kann euch nicht hören. Die Kontrolle über den Anzug liegt nämlich in meiner Hand. Kannst du mich hören, Mathieu? Wenn du aufwachst, kannst du dich bestimmt von diesem Anzug befreien. Wach auf! Wach bitte auf, Mathieu! Mathieu! Die Macht der Wissenschaft ist grenzenlos. Es ist ausgeschlossen, dass sie dich hört. Miau, miau! Flauschi, bleib hier! Miau! Wie er schaut da hinten. Aha! Was? Wie kann sowas passieren? Na schön, du willst ja nicht anders. Stelle die Fernstellung auf maximale Kraft. Mist, los geht Markus. Geh und halte Mathieu auf. So, zwei Pokémon. X-Bud, okay. Interessante Wahl. Dort wird ein Eisstrahl trotzdem ziemlich wehtun. Oh, Giftzahn. Kein Ding, es ist nicht vergiftet worden. Alles gut, alles gut. Adieu, X-Bud. So. So, und... Calamanero. Ich habe gerade keine Ahnung, was Calamanero nochmal war. Ach so, das ist die Entwicklung vom... Oh Gott, was war das? Wasserpsycho? Ich habe gerade keine Ahnung. Kampf? Nee, auch nicht. Keine Ahnung mehr, was das Ding für eine Typenkombi war. Auf jeden Fall ist es egal, denn in der nächsten Runde wird es mit Donnerblitz getötet. Und besiegt und alles Mögliche. Tschüss! So, ich habe einen Haufen Geld. Alles, was sich Mathieu sozusagen erspart hat, habe ich dir jetzt abgenommen. Sehr schön. Ja, wildes Geschrei von ihr. Es sind keine Pokémon mehr übrig. Hör auf zu kämpfen, Mathieu. Mir hängt das Bild. Okay, Esser, okay. Oh nein, Mathieu, was kann ich nur tun? Fernsteuerung abschalten, Kontrolle beenden. Mathieu, ist alles in Ordnung mit dir? Ich habe nur die Fernsteuerung abgeschaltet. Es ist alles in Ordnung mit dir. Wie bitte? Murmel. Murmel? Oh, Herr Xerus. Sie hat den Test schon beendet? Ja, wir sind fertig. Gute Arbeit, Mathieu. Damit sind jetzt alle Tests abgeschlossen. Deine Arbeit hier ist beendet. Ach so? Dann muss ich jetzt wohl wieder einen neuen Job suchen. Hä? Nanu, was macht ihr denn alle hier? Ich habe doch niemanden verraten, dass ich hier arbeite. Sag mal, Mathieu, ist alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Warum fragst du? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Meine einzige Aufgabe war es, diesen Anzug anzuziehen und darin zu schlafen. Aber sag mal, Herr Lebel, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Krankenhaus. Also, mir wurde gestattet, das Krankenhaus für einen Tag zu verlassen. Und da dachte ich mir, ich sehe mal nach, wie es dir so geht. Also habe ich herausgefunden, wo du arbeitest und bin einfach spontan hergekommen. Verstehe. Ich dachte, du bist vielleicht sauer, weil ich einfach den Job angenommen habe. Deswegen habe ich dir nichts davon gesagt. Aber du hast es trotzdem herausgefunden. Du bist echt ein toller Detektiv. Natürlich bin ich das. Ja, Mathieu, geh du schon mal bitte vor und kauf was zu essen für uns. Ich habe noch etwas mit Xerus zu besprechen. Ein Gespräch unter Erwachsenen. Okay, alles klar. Bis später. Markus und Flauschi, lass uns zusammen zurückgehen. Da waren noch Pokebälle. Nun denn, ich denke, wir sollten uns unterhalten, Dr. Xerus. Ich brauche kurz ein Stück zu trinken. Ja, warum nicht, Lebel? Denn meine Stimme macht sich ziemlich bemerkbar. So. Reden wir nicht lange drum herum. Ich möchte das erledigt haben. Bevor Mathieu mit dem Einkaufen fertig ist. Dr. Xerus, eine Sache möchte ich wissen. Du bist derjenige, der hinter dem Verbrechen in letzter Zeit steckt, nicht wahr? Das stimmt. Ich habe das Gemälde im Museum beschmiert und Tränen ihre Pokebälle gestohlen. Mit der Fernsteuerungsfunktion habe ich Esprit kontrolliert. Das war alles mein Werk. Mathieu hat die ganze Zeit über im Power Suit geschlafen, ohne etwas davon mitzubekommen.
Sie hat nicht das Geringste mit den Verbrechen zu tun. Du brauchst nicht an ihr zu zweifeln. Verstehe. Deswegen bin ich der Einzige, den du festnehmen solltest. Also ich tut. Ich glaube, dass du die Wahrheit sagst. Mathia ist ein liebes Mädchen. Sie ist zwar kein Genie, aber sie ist robust und gesund hat sie und hat ein reines Herz. Ein reines Herz, die Fähigkeit, sich voll und ganz in eine Sache vertiefen zu können, ist unerlässlich, wenn man Erfolg in der Wissenschaft haben möchte. Dank Mathia konnte ich meinen Lebenstraum erfüllen, die Entwicklung des Power Suits. Summa summarum bedeutet das, dass es nichts mehr gibt, was ich jetzt noch erledigen möchte. Ich werde keine meiner Taten bereuen, also nehme ich fest. Ich verstehe. Sobald alle Formalitäten erledigt sind, bringe ich dich auf die Polizeiwache. Das ist alles, was ich dir als Agent der internationalen Polizei zu sagen habe. Das, was folgt, sage ich dir in meiner Funktion als Matthias Vormund. Hm? Wärst du so freundlich, Matthias und mir heute einen Besuch abzustatten? Sie scheint dich sehr gern zu haben. Und sie scheint sich auf ein gemeinsames Abendessen heute zu freuen. Ich möchte ihr erst morgen die Wahrheit erzählen, damit sie heute noch einen angenehmen Abend verbringen kann. Dr. Xeros. Du bist töricht, Lebel, aber ich danke dir. Dann gehen wir wieder rein. Seufzt Lebel. Er sagt, er habe immer noch Bauchschmerzen und kehrt deswegen ins Krankenhaus zurück. Er hat mir nicht mal verraten, in welchem Krankenhaus er übrigens ist, also kann ich ihn nicht mal besuchen. Und Herr Xeros ist wohl mit Vorbereitungen für seine Festnahme beschäftigt. Momentan fühle ich mich schon etwas einsam. Okay. Kann es denn gewesen sein, dass es das jetzt war? Nein! Holo-Log! Hallo Markus, kannst du mich verstehen? Ich bin's, Mathia. Ich habe ganz wunderbare Neuigkeiten, also schau mal im Lebel vorbei. Danke. Letztes Kapitel, lebe wohl, Lebel. Das hat ja ewig gedauert, Markus. Sorry, dass ich nur eine Straße gehen musste. Ich habe dich doch vorhin extra wissen lassen, dass ich gute Neuigkeiten habe. Halt dich fest. Herr Lebel wurde endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Deswegen dachte ich, sollten wir alle hier sein, um, wenn er wiederkommt, um seine Rückkehr zu feiern. Miau, miau. Ah, willkommen zurück, Flauschi. Du feierst auch Herrn Lebels Rückkehr mit uns. Miau, miau, miau. Nanu, was ist das denn? Flauschi hat etwas bei sich. Miau. Ist das ein Brief? Er scheint von Herr Lebel zu sein. Ich lese ihn vor, Markus. Meine lieben Freunde, bitte entschuldigt, dass ich euch so aus dem Nichts einen Brief schreibe. Ich bin es, Lebel. Ich muss euch etwas mitteilen, also lest diesen Brief bitte sorgfältig durch. Zunächst müsst ihr wissen, dass ich ein Agent der internationalen Polizei bin. Na, seid überrascht? Ich bin sicher, das seid ihr. Ihr seid sicher besorgt um mich, weil ich im Krankenhaus bin. In Wahrheit war ich jedoch nie im Krankenhaus. Ich bin kerngesund. Das war nur ein Teil meines Plans, da ich verhindern wollte, dass ihr in Gefahr geratet. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ich euch angelogen habe. Dafür bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Das ist jedoch nicht der eigentliche Grund, warum ich euch schreibe. Der Fall, weswegen ich hergekommen bin, ist nun gelöst und es ist an der Zeit für mich, Carlos zu verlassen. Es macht mich sehr traurig, aber hier trennen sich unsere Wege. Ich danke euch für alles. Lebt wohl. PS, Markus, als Dank für alles, was du für mich getan hast, möchte ich dir meinen Decknamen überlassen. Von nun an bist du Lebel. Mathieu und Flauschi, euch beiden vertraue ich das Lebel-Büro an. Ich habe das ganze Gebäude gekauft, ihr müsst euch wegen der Miete also keine Sorgen machen. Bitte nutzt es, wie es euch beliebt. Alles Gute für euch. Moment mal, was soll das? Was ist denn diese internationale Polizei? Und was soll das heißen, dass er uns verlässt? Warum? Warum verschwindet er einfach? Nein! Ich will nicht, dass Herr Lebel weggeht. Vielleicht ist er noch in der Nähe. Markus, ich geh ihn suchen. Okay, ich darf nicht raus. Jo, Markus, alles fit? Ich habe gerade nichts zu tun, also dachte ich, ich komme mal vorbei. Ach ja, eben ist Mathieu voll aufgeregt an mir vorbeigerannt. Ist was passiert? Ach ja, ja, okay, ja, ja. Und heißt das, dass du jetzt auch abhaust? Und dabei bin ich extra zu Besuch gekommen. Ihr seid alle echt herzlos. Vorhin habe ich zufällig Meister Lebel getroffen und er hatte auch keine Zeit für mich. Er sagte, dass er zum Illumina Kunstmuseum muss. Ich fühle mich voll im Stich gelassen. Alter, langsam. Ich komme schon wieder zu dir. Keine Angst. So, zum Kunstmuseum heute. Wow, wir sind immer wieder, schon wieder eine 30 Minuten am Rödeln hier.
Egal, egal, egal. Kunstmuseum war nicht hier, ne? Oder? Ne, das ist Grand Hotel. Okay. Fahrrad. Geht schneller. Das hier ist der Bahnhof. Okay. Wo war denn das Kunstmuseum nochmal? Ah, wollte ich gar nicht rein. Denn das ist es nicht. So. Habe ich das gerade echt übersehen? Und das war das Grand Hotel, okay? Genau. Da ist es, genau. Hier, das mit den fetten weißen Säulen. So, ja, ich möchte den Audioguide, danke. Und ich habe schon die Befürchtung, dass er im zweiten Stock oben ist, wo das beschmierte Gemälde war. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. Hier, hier, hier. Okay. Das war aber nicht vorher das Bild, oder? Oh, du bist ja nur neugierige junge Mann von neulich. Die Restauration des beschmutzten Gemäldes ist abgeschlossen. Eben war ein Polizist hier und habe ihm mitgeteilt, dass der Täter gefasst wurde. Ich habe ihn verpasst. Verdammte Axt. Okay. Schnell runter. Vielleicht erwische ich ihn noch. Kann doch nicht sein, dass wir Lebel verpassen, wenn er Abschied nimmt. Finde ich voll traurig, dass er geht. Oh, jetzt redet die Nächste. Ah, du warst doch neulich hier, um dir das Gemälde anzusehen. Weißt du es schon? Der Täter wurde geschnappt. Ich habe mit angehört, wie der Museumsdirektor mit einem Polizisten gesprochen hat. Aber weißt du, was merkwürdig daran war? Als dieser Polizist vorhin an mir vorbeigelaufen ist, sah er nicht besonders glücklich aus. Ganz im Gegenteil. Und dann, weißt du, dann verabschiedet er nicht mal sich persönlich. Markus, Herr Xeros hat mir gerade mitgeteilt, dass er mit Herrn Lebel im Bistro von Lelis ist. Flausch und ich machen uns sofort auf den Weg. Wir treffen uns gleich dort, Markus. Okay. Ich suche mir nur ganz kurz ein Taxi. So. Ja, möchte ich. Und ich möchte in ein Café. Und Bistro Flordelis. Perfekt, okay. Ach ja. Ich sag doch, ich habe sie zurückgegeben. Jeden einzelnen, ich schwör's. Also gut. Sind wirklich alle Pokémon, die Esprit geschont hat, wieder bei ihren Besitzern? Ganz genau, alles wieder beim Alten. Ich komme auch wie vereinbart und ohne Widerstand zu dir, um mich zu stellen. Gib mir nur noch einen Moment. Was redest du da? Unser Zug fährt bald ab. Sie sind gleich da. Einen Augenblick noch. Was? Markus? Was machst du denn hier? Ich habe auch Mathieu Bescheid gesagt. Sie wird ebenfalls jeden Augenblick hier sein. Wo? Wo ist er? Wo ist Herr Lebel? Da bist du ja, Mathieu. Oh, Herr Xeros, vielen Dank für die Benachrichtigung. Herr Lebel, ich habe überall nach dir gesucht. Sag mir, warum? Warum hast du uns angelogen? Und warum lässt du uns einfach hier so zurück? Es tut mir leid. Ich habe es ja schon in meinem Brief gesagt, aber ich arbeite für die internationale Polizei. Meine Arbeit führt mich um die ganze Welt, wo immer es einen Fall zu lösen gibt. Meine nächste Mission wartet schon auf mich. Dann kommen Flausch und ich eben mit. Dann werden wir eben auch Polizisten. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Mathieu, danke, das ist lieb von dir. Aber ich kann euch nicht mitnehmen. Warum? Warum denn nicht? Ich bin doch deine Assistentin. Also gut, Mathieu. Es ist wohl an der Zeit, dass du das Assistentendasein hinter dir lässt. Ich ernenne dich hiermit zur neuen Leiterin des Lebel-Büros. Was? Hör mir gut zu, Mathieu. Du bist in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Niemand ist besser geeignet als du, auf diese Stadt aufzupassen. Deswegen bitte ich dich, an meiner Stelle den Frieden in Lumina City zu bewahren. Das kannst du doch nicht einfach so festlegen. Hey Markus, jetzt sag doch mal was. Lass es gut sein, Mathieu. Markus versteht, warum ich gehen muss. Schließlich sind wir Partner und als solche verstehen wir einander auch ohne Worte. Nein, ich verstehe dich nicht. Flauschi, bitte mach nicht so ein trauriges Gesicht. Was? Xiao kann traurige Gesichter machen? Das würde ich bezweifeln. Selbst wenn wir voneinander getrennt sind, bleiben wir einander dennoch verbunden. Ich werde immer
Ihr werdet immer meine lieben Freunde sein aus dem Libellbüro. Ja, Bindung, Freundschaft. Man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht anfassen. Eigentlich dürfte es sie gar nicht geben. Aber ich kann ihre Existenz nicht leugnen. Mathieu, du und der Agent der internationalen Polizei, ihr seid durch das Band der Freundschaft eng miteinander verbunden. Herr Xeros. Mathieu, ich schenke dir meinen Power-Suit. Ich habe die Fernsteuerungsfunktion entfernt, keine Sorge. So kannst du erneut zu Esprit werden, aber diesmal in deiner neuen Funktion als Illuminas Beschützerin. Ich überlasse dir auch alle meine Pokémon. Herr Xeros, ich weiß, dass du sehr schlimme Dinge getan hast, aber ich hab dich trotzdem sehr gern. Ich werde gut auf deine Pokémon und deinen Anzug aufpassen, darauf kannst du dich verlassen. Schließlich sind sie ein Symbol unserer Bindung. Es tut mir leid, aber es wird Zeit für uns zu gehen. Unser Zug fährt bald ab. Herr Lebel, ich verstehe es jetzt. Und ich weiß, was zu tun ist. Ich werde mein Bestes geben, dich zu vertreten. Ich habe ja auch Flauschi und Markus, sowie Herr Xeros, Pokémon und Power Suit. Ich werde die neue Leiterin des Lebel-Büros. Ich verlassere mich auf dich, Mathieu. Dann kann ich mich beruhigt auf den Weg machen. Mathieu, mach uns keine Schande. Also dann. Markus, Mathieu, Flauschi. Ich lege den Frieden in den Lumina City in eure Hände. Vielen Dank für alles. Lebt wohl. Danke. Auf Wiedersehen. Oh Gott. Es ist ein trauriges Ende. Das wäre erledigt. Du, Flauschi, wir haben in relativ kurzer Zeit einige gute Freunde gefunden, was? Markus, Herrn Lebel und Herrn Xeros. Miau, miau. Sag mal, Flauschi, Herr Lebel und Herr Xeros haben so viel für uns getan, ob es sich wohl so anfühlt, wenn man einen Vater hat? Hehe, tut mir leid. Das weißt du natürlich auch nicht. Aber ich bin echt froh, dass ich ihnen begegnet bin. Hier endet Lebels Geschichte, aber die von Mathieu und Flauschi fängt gerade erst an. Schön, okay. Ja, was jetzt hier ist, ich werde mal ganz kurz speichern. Denn wir haben eine Menge geschafft. Wir können jetzt einmal am Tag hier gegen Esprit nochmal antreten. Mit all ihren Pokémon. Das werde ich jetzt aber nicht mehr machen, denn wir haben oft genug gegen Esprit gewonnen. Und das ist übrigens eine ganz nette Trainingsmethode. Aber da sind die Bistros eh besser, in meinen Augen. Okay. Leute, eine lange Folge für heute. 37 Minuten, fast 38 Minuten. Das ist wirklich eine Menge. Jetzt natürlich noch den Tipp zum nächsten Pokémon-Projekt. Haltet euch fest. Und zwar, das Pokémon-Projekt wäre nicht möglich ohne... Ja, es wäre schon möglich, aber es ist nicht zu empfehlen ohne gezüchtete Pokémon. So, Dankeschön, Leute. Wir sehen uns morgen in der letzten Folge. Dort wird dann auch das Geheimnis des neuen Projekts gelüftet. Dort werdet ihr erfahren, was es mit den ganzen Sachen auf sich hat. Und ich hoffe, ihr freut euch. Dankeschön soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der letzten Folge von Pokémon X. Ich bin Dragonios und bin raus. Bis dann. Ciao.